Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Aufklärungsserie Hashimoto. Heute geht es um das Thema pflanzliches oder tierisches Eiweiß. Was ist hier das Beste für dich, deinen Körper und dein Hashimoto? Oft wird mir die Frage gestellt: Peter, warum kann ich kein Soja essen? Peter, warum dies nicht? Warum jenes nicht? Ich muss doch auf mein Eiweiß achten. Warum du kein Soja zu dir nehmen sollst, das haben wir in einer der vorhergehenden Folgen besprochen. Heute geht es darum, was gibt es denn für Alternativen? Wie kannst du trotzdem dafür sorgen, dass genug Eiweiß in deinen Körper kommt, damit der genug damit arbeiten kann? Ich bin Peter Gehlmann, bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und wir beschäftigen uns heute damit, was gibt es für Eiweißalternativen? Gerade beim Thema Eiweiß streiten sich ja auch Experten, und es wird vehement diskutiert. Tierisches Eiweiß ist wichtig. Dann kommt der Vegetarier oder gar der Veganer und sagt, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht wichtig. Das geht alles pflanzlich und es geht viel besser. Um eins vorweg zu sagen, ich kann keinem empfehlen, sowohl nur tierisches als auch nur pflanzliches Eiweiß zu sich zu nehmen, denn ich finde, die gesunde Mischung macht es. Die gesunde Mischung deswegen, weil das tierische Eiweiß natürlich dem des Menschen ähnlicher ist, bedeutet allerdings nicht, dass es wertvoller ist als das Eiweiß der Pflanze, denn bei der Verdauung des tierischen Eiweiß wird eine größere Energie verbraucht, ist also hier mehr Energie notwendig, um das zu verbrauchen. Und von daher ist oder sollten die tierischen Produkte eine gesunde Ergänzung zum täglichen Ernährungsplan darstellen. Neben Eiern ist natürlich Fleisch die beste tierische Quelle oder die beste Quelle für tierisches Eiweiß. Hier wird also wirklich so viel wie möglich aufgenommen, auch vom menschlichen Körper, da das tierische Protein halt wirklich dem des Menschen am ähnlichsten ist. Das tierische Protein hat eine höhere biologische Wertigkeit als das pflanzliche Eiweiß. Das heißt, hier muss weniger tierisches Eiweiß aufgenommen werden, um den gleichen Effekt zu erzielen, wie beispielsweise pflanzliches Eiweiß erzielt. Ja. Neben Fisch und Fleisch spielt natürlich auch das Gemüse eine große Rolle, denn aus dem Gemüse werden, ja, wie eben schon gesagt, die pflanzlichen Proteine gewonnen. Somit hast du hier eine ausgewogene Ernährung. Die Quellen, von pflanzlichen Proteinen sind zum Beispiel Ölsaaten, hier Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, dann Nüsse und Mandeln. Hier hast du auch sehr viel Eiweiß drin. Pseudogetreide wie Quinoa, wie Amaranth und viel in grünem Blattgemüse. Hier hast du also schon eine ganze Menge pflanzlicher Quellen. Wenn du dennoch das Fleisch oder die tierischen Eiweiße reduzieren möchtest, hast du hier eine ganze Menge Möglichkeiten, deinen Ernährungsplan so umzugestalten, dass du auch kein Soja und auch keine Eiweißshakes oder so brauchst, weil du wirklich genug Protein zur Verfügung hast. Nun gibt es den einen oder anderen, der sagt, man muss mindestens, aber wenn nicht noch mehr und so viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu sich nehmen und das darf nicht weniger sein, am liebsten mehr. Da gibt es ganz klar von mir ein Jein. Früher war es mal so, wenn man Hochleistungssport betrieben hat, dann musste man so und so viel Gramm zu sich nehmen pro Kilogramm. Ein Normalsterblicher nimmt 1,5 Gramm Eiweiß zu sich pro Kilogramm Körpergewicht. Natürlich, da gilt es aber auch wieder herauszufinden, wie viel bewegt sich denn der Mensch? Wie viel wird von dem ganzen Protein verbrannt? Sind es tierische Eiweiße? Sind es pflanzliche Eiweiße? Hier ist also wirklich wichtig, den individuellen Bedarf herauszufinden und der ist relativ unbekannt bei Menschen an sich.
Ist der Proteinbedarf nun 1 Gramm oder 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei einem Nichtsportler? Beträgt er 4 Gramm vielleicht bei einem Sportler? Da kann ich dir nur den Rat mitgeben. Das Protein sagt, beziehungsweise nicht, das Protein sagt das ja nicht, aber wenn du eine Mahlzeit zu dir nimmst und diese Mahlzeit ist proteinreich, dann ist es in der Tat so, dass der Körper als erstes, wenn du dein Protein gegessen hast, sagen kann, alles klar, wir sind bedient, wir haben genug, du bist satt, wir brauchen nicht mehr, wir haben alle Nährstoffe, die wir brauchen. Das kann er bei Kohlenhydraten nicht, das kann er auch bei Fetten nicht, das klappt beim Protein in der Tat am besten. Vielleicht ist dir das früher mal aufgefallen, wenn du dich denn jetzt schon gesünder ernährst. Bei mir ist es in der Tat früher so gewesen, wenn ich bei dem Geschäft mit dem goldenen M war und mir da zwei oder drei Burger gegönnt habe, dann war es so, dass nach dem dritten Burger ich noch Hunger auf den vierten hatte. Und manchmal wurde es dann auch noch ein fünfter, weil einfach da dieses ganze Essen so kohlenhydratlastig ist und so viele leere Kohlenhydrate da drin sind, dass der Körper einfach nicht sagen kann, hey, stopp, ich bin satt, ich habe genug, sondern der Körper sagt, immer her damit, wir brauchen noch. Es ist noch nicht genug da, was wir verwerten können. Und somit schmeißt du immer mehr in deinen Körper von diesem ganzen Dreck und der hat dann genug damit zu tun, das zu verarbeiten. Also achte auf eine gesunde Auswahl, auf eine gesunde Auswahl an pflanzlichen und tierischen Eiweißen und ich denke, damit wirst du ganz gut fahren. Wenn du mehr über das Thema Ernährung und Hashimoto wissen möchtest, kann ich dir diese Gruppe empfehlen mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. Dort bist du herzlich willkommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Coach Peter. Tschüss. Hey, ich bin's nochmal. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, damit wir ein bisschen interagieren können. Und hau auf die Glocke. Denn dann erfährst du immer, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, dein Peter.